Und in Bezug auf unsere Verletzungen haben wir ein messerscharfes Gedächtnis. Können uns an alle Details erinnern. Ich habe im Krankenhaus gearbeitet, ich habe Leute gepflegt, die waren uralt. Einer, der hatte noch den Kaiser gesehen. Ja? So alt war der. Ja? Der konnte mir haarklein alles erzählen, was sein Vater, der ist ja nur noch älter, ja? Was der ihm alles angetan hatte, als er ein kleiner Junge war. Die Zeit heilt alle Wunden, das ist dummes Zeug. Die Zeit heilt überhaupt nichts, Jesus heilt. Und Jesus heilt, wenn wir richtig reagieren auf das, was passiert ist. Nicht, was passiert ist, ist entscheidend, sondern wie wir reagieren auf das, was passiert ist. Das ist entscheidend. Dazu werden wir nochmal später kommen. Lass mich den Punkt noch zu Ende bringen. Erneuerung des Denkens, wie sieht das praktisch aus? Wir studieren das Wort Gottes nach Themen. Nicht nur chronologisch Bibel lesen, sondern wir studieren nach Themen. Das Wort Gottes ist nicht so geschrieben, dass du die Konkordanz nimmst unter S wie seelische Verletzung und dann findest du Kapitel 15. Und dann liest du in Kapitel 15 alles über seelische Verletzung und dann weißt du Bescheid über seelische Verletzung. So ist das Wort Gottes nicht geschrieben. Sondern du findest hier ein bisschen und da ein bisschen und da ein bisschen und dort ein bisschen. Und über die ganze Bibel sind die Bröckchen verstreut. Ich sage, wieso? Es wäre doch viel einfacher, ich schlage die Konkordanz auf, finde, das ist in Kapitel 15 zu finden, mein Thema. Und dann liest du Kapitel 15. Warum hat Gott das gemacht? Damit du im Wort unterwegs bist. Damit du fleißig sammelst wie ein Eichhörnchen und immer schön unterwegs bist. So, wir studieren Themen. Und wie ich schon am Anfang sagte, es ist sinnvoll, sich Fragen zu stellen. Und es ist sinnvoll, mit den einfachsten Fragen anzufangen. Eine der Fragen, die ich nicht gestellt habe, aber beantwortet habe, ist, was nach der Bibel bedeutet es, ein Christ zu sein? Wenn man diese Frage gestellt hätte und hätte das Neue Testament oder die Bibel und dann speziell das Neue Testament studiert, dann hätte man herausgefunden, was ich vorhin gesagt habe. An Jesus glauben heißt, der Wahrheit zu gehorchen. Aber viele Gläubige stellen nicht die Frage, was ist denn überhaupt ein Christ? Das weiß man ja. Das wissen die ja schon. Aber die wissen nicht, was die Bibel sagt. Und sie schauen nicht in die Bibel. Sie haben ihre eigene Vorstellung. Ein Christ gehört zur Gemeinde, ein Christ gehört in den Gottesdienst, ein Christ macht ein bisschen dies und gibt auch ein bisschen Geld. Und so haben sie ihre Ideen. Aber all das ist nicht das Zentrum. Das ist nicht, was die Bibel sagt. So, wir studieren Themen. Zum Thema Christsein würde auch gehören, was bedeutet es eigentlich, mein Kreuz auf mich zu nehmen? Weil Jesus sagt, wer sein Kreuz nicht nimmt, kann nicht sein Jünger sein. Wir wollen ja Jünger Jesus sein, also dann müssen wir ja wissen, was es heißt, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen. Und das sogar täglich. So, was ist das Kreuz? Wie nimmt man sein Kreuz auf sich? In vielen, vielen Gemeinden, in denen wir unterwegs sind. Du könntest mit dem Mikro durch die Reihen gehen und die Leute fragen, erzähl mir, wie du dein Kreuz auf dich nimmst. Wie sieht das praktisch aus? Ohne Bibelvers, einfach nur mal so auf Alltagsdeutsch. Viele Gläubige könnten nicht erklären, was das Kreuz ist, wie sie das Kreuz auf sich nehmen. Und was du nicht erklären kannst, hast du gar nicht verstanden. Und was du nicht verstanden hast, das lebst du auch nicht. So, du siehst, wir sind kurz davor, die Basics zu entdecken. Da stehen wir. Kurz davor, die ersten Anfangsgründe von apostolisch neutestamentlichen Christsein zu begreifen. Wer fragt, kriegt Antworten. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Wir stellen Fragen und der Heilige Geist antwortet durch das Buch. Und da bekommen wir Antworten.